Und 3, 2, 1. Hey Leute, ich komme heute zu einer neuen Folge Empire Bobby John direkt drauf. Und heute auch direkt wieder der Fight. Hier da. Ja. Ich hoffe, die schaffen das echt noch. User joined your channel. Bandy, hallo? Kann er eh nur Schmock sein, oder? Ja, es kann eh nur Schmock sein. Nein! Gib, wir nehmen gerade auf. Diamant. Aber alles gut. Es geht ab, Schmock. Und die Gäppel hier, kannst du mal aufteilen. So. Ach, ihr nehmt auf? Naja. Nee, wir tun nicht. So. Ja. Oh. Ja, wir haben eben einen gekillt. Ein Einzelspieler hat sich getraut, gegen uns zu kämpfen. Ey, ohne Witz, aber ich muss sagen, ich find's irgendwie auch schade, weil wenn wir jetzt verkacken, finde ich schade, dass Razer gestorben ist, weil den hätte ich den Sieg als eines Spieler übelst gegönnt, vor allem, weil er dann auch mal seinen Wow-Win hätte, aber... Ja, ich... Hast du noch ein Eisen? Hä? Was passiert? Was hat Razer verstanden? Da ist doch ein Eisen drin im Dings. Ach so. Razer, der hatte übelst viele Gaps, aber halt 2v1, was will man da machen? Ja. Der hat da trotzdem sich übelst hart geschlagen. Oh mein Gott, das... Wäre knapp geworden, ne? Ja, das stimmt. Vor allem, weil er auch ein relativ guter PvPer ist. Ja, geil, mein Schwert ist richtig teuer zu reparieren. Ich brauche 8 Level für die Schuhe, leider. Wo ist denn mein anderes Schwert hin? Mein Sharpness 4. Kannst du mir es geben? Im Notfall. Weil es kann sein, dass es zerbricht irgendwann. Ist reingepackt. Ich glaube, ich kämpfe nicht mit dem richtigen Schwert. Schieb mir das für das eine Team auf. Weil das darf nicht zerbrechen jetzt. Ich glaube, das schaffen wir nämlich auch so. Ja, jetzt, no front, ich meine halt nur. Ich glaube, die sind bald da. Ah, da sind sie, da sind sie. Wollen wir fighten? Ja. Wir sind gerade hin. Oh, Kogo. Hey, du hast mir die Gäppel nicht zurückgegeben. Achso, wo? Ja. Achso, hier. Scheiße, ne? Ja, danke. Gib dir mir einfach die Gäppel nicht zurück. Hier hinten. Sollen wir direkt so drauf? Ein bisschen reinschießen. Jo, hab schon 2 Hits. Ich hab auch ein paar gelandet. Ein Herz zieht mir der Shit. Wow, du gehst allein rein gerade, ne? Warte. Erstmal Lava-Move hier. Oh Gott. Warte, zurück. Ja. Haben sie ganz gut gemacht. Ich muss essen. Lol, ich krieg richtige Hits, Alter. Pass auf, genau so. Ich glaub, sonst muss ich das Schatten des 5 Schwert doch hier benutzen. Versuchen beide auf mich zu gehen, aber ich komme mal um die Kurve hier. Na komm, ich nehme das Schatten des 5 Schwert. Ich mach mir jetzt keine Faxen, sonst ärgere ich mich auf am Ende, wenn wir noch sterben. Oh, diese Legs, ne, die sind echt kacke. Nicht zu viel Gaps essen, wenn es nötig ist. Ich hab ne? auch kein Gap gegessen. Ich wollte es nur sagen. Wo bist denn du? Du rennst immer weg. Ja, sorry. Ich brauch Deckung. Okay. Ja, nur, dass ich weiß, wo du bist. Ich frage mich echt, ja, sehr gute Sache. Ja, wusste ich, dass die Pistolen so groß sind, ey. Ich hab eindeutig neben dich geschossen. Ja, die warten halt so. Ich hab Angst immer vor dem Lava-Eimer. Weil ein Lava-Eimer fickt ganz schön rein. Sollen wir mal zusammen drauf gehen oder so? Mit Schwert? Was machen? Ey, die haben die eigentlich wieder Full Deer bekommen, läuft bei denen. Haben sich echt ins Zeug. Oh, Mann, ey, Digga, meine Güte. Ich hoffe, der schießt sich einfach die ganze Zeit an. Junge, es wird gelegt. Du warst ja, auch immer vor mir. Ist alles gut. Ich bin ja nicht durchgestorben, sonst würde ich nämlich richtig ragen. Lol. Jo, sie gibt mir den Doppelhit des Todes! Die geben uns einfach Bretter! Digga, was machst du? Bist du tot? Das war jetzt aber ein Leck-Hit. Hallo! Irgendwas hat mich von hinten gehittet, BTF. So, habe ich das mit dem Damage wohl ein bisschen unterschätzt. Die machen arsch viel Damage. Was haben die da bitte für eine Rüstung? Du lässt mich gerade hier komplett alleine, ne? Ich bin schon auf dem Weg zurück. Wo bist okay, du? Perfekt. Ich bin hier, seitlich. Ja, wir müssen mal auf einen drauf jetzt, ich will nicht zu viel Gaps verschwenden.
Pass auf, seitlich, seitlich. Oh oh. Fuck. Alles gut mit dir? Ja, ja. Sicher? Sehr gut. Ja, ja, alles okay, hast dich weggepearlt. Goldapfel, mir geht's gut. Hau ab. Soll vielleicht meine Gaps mal drin haben. Ich bin kurz draußen, ne? Weil ich kann hier sonst nichts anderes machen. Ich bow-spam jetzt Omega, die ist weg. Der Shiny ist richtig schlau. Ich hab ihn übelst gegeben. Der ist so gut wie tot, hab ihn. Jetzt haben wir sie! Jetzt haben wir sie! Digga, die haben uns am Anfang aber schon heftig gegeben, ja, muss man den lassen. Mein Herz, Alter. Boost. Ich komm nicht nochmal an. Schade. Jo. Digga. Ich will die Enderperle nicht dafür verschwenden. Nee, mach auch nicht. Komm, hast du. Perfekt. Juhu, ich hab auch einen Kill. Ja, GG. Ist der Stuff da hinten eingesammelt worden? Gar keine Zeit für. Ja, von ihr weiß man ja nicht, wie leer es war. So, Alter, der Damage war heftig, muss ich sagen. Ich glaube, eine Folge müssen wir uns nochmal die Rüstung ein bisschen repairen. Hast du Gaps bekommen? Ich habe jetzt 7 Stück, also müssten ein paar sein, ja. Wie ein paar? Ja, ich weiß nicht, wie viel ich hatte. Nach dem Kampf, aber ich. Sharpness 4 Dia-Schwert. Nee. Fast full durability. Als ob. Ja, okay, da brauchen wir uns nicht wundern, weil wir so viel Damage bekommen haben. Schwert heißt LG-Schmuck. Ja, okay. Hä, als ob die so. What the fuck? Das haben die echt noch. Schrott. Also die waren nur Prot 1 hier. Oh, okay, Prot 2. Ja, okay. Ich habe noch ein Sharpness 3 Dia-Schwert, das nehme ich auch mal mit. Oh, 30 Schweinefleisch! Endlich ist Schluss mit den Karotten! Digga, Project halt 2 Protection Rüstung. 21 Lapis Lazuli Blöcke, wollte mich ja nicht komplett verarschen. So. Nur noch 10 Gaps habe ich. Ich habe 7. Nicht so cool. Ja, ich muss sogar euch auch nicht reingappen. Doch, doch. Ja, schon. Also war auf jeden Fall starker Kampf, Leute, wie gesagt. Aber doch. Die eine Stelle, da war ich glaube ich da, wo du gefragt hast, ob es mir gut geht. Ich glaube, da war ich nach der Enderperle auf 4 Herzen. Also, es ging noch. Ja, okay, ich dachte, du bist richtig schlau jetzt, halt das. Ich hab wieder schwarz gesehen. Ich bin einfach abgehauen, weil beide waren hinter mir und so. Ja, aber ich glaube, eine Folge oder so müssen wir uns noch aufrüsten. Wegen Dingens, weil ich habe jetzt keine Lust, das so zu fragen, weil so viel Stuff haben wir jetzt gar nicht dadurch. Ich komme auf jeden Fall. Denn die anderen denken bestimmt, wir haben jetzt 30 Gaps oder so. Ja, wir schaffen das 4 Dia-Schwert einfach, ne, mit Full Durability. Oh mein Gott, ja, mein Schwert geht fast down, mein Sharpness 5. Ja, du, dein Sharpness 5 ist down, naja, Soll ich dir denn das Sharpness 4 Dia-Schwert geben? Und ich gebe dir das Eisenschwert? Ich bin hinter dir, ne, also. Achso, ja, sollen wir machen? Da. Dann gebe ich dir beide Schwerter. Wie beide? Ja, hier, falls das keine kaputt geht. Boah, ein Dia-Schwert, ey, das ist ja geil. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich kann noch ein Sharpness 3 Dia-Schwert, was mach ich damit jetzt? Weiß ich nicht. Das kannst. Das Sharpness 5 ist ein bisschen stärker, glaube ich, ne? Sharpness 5 ist, ja, ganz knapp stärker. Ja, ja, aber ich glaube, das macht jetzt nicht so viel Unterschied. Also, Sharpness 3 Schwert werde ich auf jeden Fall behalten als Ersatzitem, falls wirklich alle Stricke reißen und alle Schwerter kaputt gehen. Weil ja. Damit haben wir auf jeden Fall. 10 Gold haben, hast du noch einen Apfel oder sowas? Wie? Ich hab keinen Apfel, nee. Wir brauchen echt noch eine Folge, weil ich muss meine Schuhe reparieren. Ja, ich muss auch meine Rüstung reparieren. Und Helm geht auch nicht so gut, aber. Ja, und generell müssen wir jetzt erstmal dann Pause machen mit Folgen. Ja, das sowieso. So, guck, wie viele Rüstungen wir jetzt haben. Moment mal, guck mal die Chestplate an hier bitte. Hä, was denn? Die ich gerade reingelegt habe. Die unterste. Die unterste? Wow, lol. Unbreaking 2 einfach.
Das ist heftig. Aber auf einer Hose wär's, glaube ich. Ja, wir haben eh genug Spare-Rüstung. Ich zieh die sogar mal an und nimm dann die normale, lass ich drin hier. Unbreaking 2. Soll ich die hier noch reinlegen? Haben wir noch eine gute Pro 3-Rüstung im Ersatz? Projectile Protection hatten die drauf. So, muss ich gerade kurz muten. Ja, okay, keine Ahnung. Sie bräuchten ist halt noch ein bisschen Level für Rüstung reparieren. Ja. Sollen wir in die Neta gehen? Ach, lass einfach reingehen. Ja, lass in die Neta gehen und erwarte, ich nehme dann noch Rüstungsteile mit. Bücher nehme ich noch mit. Zuckerrohr. Leder. So, hier. Ja, was soll ich denn hier noch mitnehmen von den Rüstungsteilen? Hier haben wir noch. Projectile 2 ist auch gar nicht mal so bad. Weil die Bögen haben echt viel gezogen, muss man sagen. Ich bin schon mal reingegangen, ja. Also nicht wundern. Jo, ich mach die fast kaputten Schuhe, nehme ich mit. Protection 1 Hose. Ja, komm, ich nehme die Hose mal mit. Im Helm auch. Ist echt nichts drin. Ja, wir können uns neue Rüstung ja craften. Im Notfall. Bisschen was. Soll ich die Pikmin angreifen? Ich bin mit Gaps haben wir meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig. Ja. Du warst. Wie viel hattest du jetzt? 11? Oder 10? 10. 10. Und ich hab 7. Dann gibst du den einen ab, dann haben wir 8-9, ne? Das ist nicht gerade viel, wirklich. Nee. Ja, wie gesagt, eine Folge machen wir halt noch zwischendurch, weil es wäre jetzt echt schade, dann so zu verkacken halt. Muss ich sagen. Aber die haben uns am Anfang schon ein hartes Brett gegeben, da muss ich schon zugeben. Da habe ich sie ein bisschen unterschätzt. Ja, ich wollte so raufgehen, kriegst hier erstmal so richtig den Double und dachte mir so, jo, ja. Alles klar. Ja, nee, vor allem, wie heißt es mit der, wie heißt, keine Ahnung, zum Beispiel, du musst ja vorstellen, die denken so, die sterben sowieso gegen uns, ne? Also sagen sie so, ja, wir gehen jetzt einfach drauf, ne? Ob wir gewinnen, mal gucken, vielleicht haben wir irgendwie Glück, aber wir sind so, wir denken so, dass wir es eigentlich gewinnen müssten, so, ne? Vom Stuff, vom Skill-Level, was auch immer. Aber haben das dann einfach komplett unterschätzt, muss man sagen. Auf jeden Fall guter Fight an alle. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir heute noch das hinkriegen. Mal und, ja. Junge, da wo du abbaust, ist einfach mal mega viel Quarz. Aber endlich mal Quarz generell hier zu finden. Ich hasse das immer, diese lange Suche. Ich brauche mal Blöcke, so. Der Razer sagt einfach nichts, er kommt einfach zum Spawn, ey, eh beste. Ja. So. Nicht gerade ergiebig. Diese Lags, die sind halt echt kacke für einen Kampf, muss ich echt sagen. Es muss nächstes Mal auf jeden Fall gefixt werden, wenn das wieder der gleiche Server sein wird. Das ist sicher? Da ist sicher. Bin ja echt vorsichtig lieber hier, man weiß ja, was alles passieren kann im Nether. Naja, vor allem, wo über Lava raus quillen kann. Ja, das auch. Ich denke, sterben wird man jetzt nicht unbedingt, aber sehr viele Gaps verschwenden. Na gut, notfalls das Projekt, der Server endet eh erst im nächsten Monat, also. Noch Zeit zum Farmen. Noch Zeit zum Farmen. Aber ich fand den Kampf, ich weiß nicht, gegen Razer, ich muss mich übelst kaputt lachen, wie wir da wie so die Ottos draufhauen. Alle. Alle so zusammen. Aber das war gut gefightet, muss ich sagen. Ah, der Razer, der hat einem wieder mal gezeigt, wo der Schinken hängt. Also ich glaube, mit den Hits hätten die beiden ihn auch alleine gedroppt, hätten die es auch machen können. Also es ist immer wirklich so eine Glückssache auch. Oder wie man taktisch spielt. Weil dieses mit dem Damage ist echt heftig. Ich habe das voll unterschätzt mit dem Damage. Ich dachte, okay, ja, wir haben voll die dicke Rüstung. Wo bist du? Da oben, okay. Komm mal hoch. Ja, ich repariere gerade meine Sachen ein bisschen. Das ist ein Magma-Schleim.
was mache ich damit? Außer ich stehe den Amboss irgendwo sonst wohin. Muss jetzt mal halbe Bergreise machen. So. Achso, willst du einen Amboss haben? Ja, gleich. Yeah. Kann ich die Schuhe endlich. Nein, baue ich ja, 4 Sekunden. 4 Sekunden, Digga. So. Ja, machen wir in der nächsten Folge. Ja, ich würde sagen, sehr erfolgreiche Folgen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da auf jeden Fall. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge, wo wahrscheinlich gefarmt wird. Aber übernächste wird, denke ich mal, oder überübernächste. Also spätestens in 3 Folgen wird das Finale kommen. Wissen wir ja, können wir noch nicht sicher sagen. Ich würde sagen, das war's. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.